Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr extrem schnell eure Naturnägel verstärken könnt und das auch noch ohne Vorkenntnisse. Also wenn du jetzt absoluter Anfänger sein solltest, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Lass mir sehr gerne ein kostenloses Abo und ein Däumchen nach oben da. Ich würde einmal sagen, wir starten. Los geht's und viel Spaß! Zunächst, bevor es losgeht, hier nochmal ein kleines Update bzw. Fazit zu dem Born Pretty Quick Extension Gel Lack. Der hat bombig gehalten und sogar die Verlängerung, die ich am Daumen gearbeitet habe damit, hat extrem gut gehalten. Das zeige ich euch auch gleich noch. Von unten schauen die Nägel einmal so aus. Ich bin super begeistert und kann euch dieses Produkt nur empfehlen. Schaut da gerne mal in das verlinkte Video rein. Jetzt geht's aber wirklich los. Ich entferne jetzt hier einmal das Altmaterial mit so einer Holzfeile. So eine Holzfeile ist übrigens super genial, gerade für Naturnägel geeignet. Wenn die auch vielleicht ein bisschen kleiner sind, da kommt ihr in jede Ecke rein. Als Untergrund verwendet bitte nur einen Primer. Ich habe festgestellt, dass sich dieses Gummigel, welches ich verwende, mit einem Basegel im Untergrund so hin und her matschen und schieben lässt. Das finde ich persönlich unpraktisch. Deshalb meine Empfehlung, einfach einen Primer auf den Naturnagel geben, der natürlich anmattiert sein sollte. Ich habe jetzt hier im Untergrund zwei dünne Schichten von der Peel-Off-Base von Markart aufgetragen, damit ich im Endeffekt alles wieder ablösen kann, um euch noch weitere spannende Videos liefern zu können. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann vergesst auf gar keinen Fall das Glöckchen zu aktivieren, denn dann werden euch die Videos angezeigt. Jetzt habe ich hier einmal Kügelchen für Kügelchen auf die Naturnägel aufgesetzt und jetzt beginne ich einmal mit meinem Finger alles platt zu drücken und forme mir eben so meinen Aufbau. Das ist extrem simpel und, wie ich schon erwähnte, eben auch für Anfänger geeignet, die absolut nicht wissen, wie man einen Aufbau überhaupt modelliert oder vielleicht auch keine Lust haben, sich in die Materie so reinzufuchsen und es einfach sehr simpel halten wollen. Natürlich gibt es auch noch andere Farben von dem Gummigel, wenn ihr jetzt nicht unbedingt so milchig-weißen Untergrund haben möchtet und on top vielleicht noch Gellack auftragen wollt, dann nehmt zum Beispiel ein Nude oder auch ein Clear, je nachdem, was ihr eben bevorzugt. Ja, und dann arbeite ich eben Finger für Finger, ohne dass ich zwischendurch anhärten muss, weil dieses Produkt eben absolut nicht läuft. Es ist wirklich wie ja so eine Art Knetmasse, die ihr eben in Form drücken könnt. Und dadurch könnt ihr eben den Aufbau super schnell gestalten. Ich habe jetzt für vier Finger circa 2 Minuten gebraucht. Also Pi mal Daumen braucht man dann für alle 10 Finger circa 5 Minuten. Das ist wirklich Rekordzeit, muss ich sagen. Natürlich müsst ihr dann noch ein bisschen feilen. Das habe ich jetzt nicht mit eingerechnet. Aber ich wollte halt sehen, wie schnell man den Aufbau an sich gestalten kann. Dafür braucht man ja teilweise gerade als Anfänger schon wesentlich länger. Zum Entfernen des Produkts könnt ihr zum Beispiel einen Porzellanfräser nutzen. Dazu gibt es auch schon ein Video, verlinke ich euch alles. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Es gibt definitiv Unterschiede bei den Gummigelen. Das von Born Pretty ist bisher das einzige, was ich getestet habe, welches sich auch gut feilen lässt. Die anderen lassen sich semi-gut runternehmen. Dazu gibt es, wie gesagt, schon ein Video, habe ich euch mal verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Und ansonsten könnt ihr es wohl auch mit Aceton ablösen. Das habe ich selbst noch nicht probiert. Wenn ihr dazu mal ein Video sehen wollt oder was auf Instagram, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. So, und jetzt bin ich hier einmal fertig mit meinem Aufbau und kann jetzt einmal 60 Sekunden in einer Kombilampe aushärten lassen. Beziehungsweise könnt ihr, wenn ihr es noch etwas genauer haben möchtet, die Ränder noch mit so einem Silikontool bearbeiten. Das habe ich jetzt persönlich gemacht, da man durch das Formen mit den Fingern das vielleicht nicht ganz so akkurat hinbekommt, wenn ihr vielleicht auch noch kleinere Nägel habt wie ich. Und außerdem könnt ihr damit auch so ein bisschen verlängern, wenn ihr das Tool unten drunter haltet und dann eben das Produkt drumherum drückt, habt ihr eine super schöne Haarlinie und super schön geformte Tunnelnägel. Anschließend noch ein bisschen in Form feilen. Das dürfte aber eigentlich nicht allzu viel sein, wenn ihr da schon ordentlich gearbeitet habt. Und so schauen die Nägel dann jetzt einmal fertig befeilt aus. Und wir tragen jetzt natürlich noch ein bisschen Farbe auf.
Denn es gibt hier einmal dieses tolle nudige Set von Born Pretty. Das sind halt solche, wirklich so eine Nude-Töne in Rosé und eher so in diese gelbliche Erdtonrichtung. Dieses Set finde ich auch schon mal schön. Und unten seht ihr schon, es gibt noch ein Set. Und zwar sind das solche Jelly-Bernstein-Farbgele, die ich persönlich auch extrem schön finde. Die lassen sich ein Ticken schwieriger auftragen als diese Nude-Töne. Die Nudes sind übrigens extrem deckend und die tragen wir jetzt hier einmal auf. Am Zeigefinger nehme ich einmal diesen Roséton. Der ist natürlich auch wie immer so ein bisschen pastelliger und den solltet ihr in zwei Schichten auftragen. Die anderen Töne, da reicht eine Schicht auch bei transparenten Nägeln, also ihr braucht nicht unbedingt einen Untergrund dafür. Und ja, auch dieser orangene Ton ist halt wirklich sehr deckend. Anschließend versiegel ich das Ganze noch und dann haben wir eben innerhalb von wenigen Minuten richtig schöne Nude-Nägel. Wie findet ihr das Ergebnis? Ich finde es super schön und eben klassisch. Ihr könnt mit der gleichen Variante übrigens auch eure Nägel auffüllen. Das ist auch kein Problem. Selbst wenn ihr andere Produkte im Untergrund habt, könnt ihr eben dieses Gummigel auch zum Auffüllen nehmen, indem ihr es auch wieder im hinteren Bereich ansetzt, eventuell noch mit einem Tool die Ränder ausarbeitet und noch ein bisschen mehr glättet. Aber diese Methode mit diesem Gummigel und dass man das mit den Fingern verarbeiten kann, ist wirklich super simpel und geht eben mega schnell. Jetzt gibt es aus dem Set noch ein bisschen Farbe on top. Es gibt übrigens auch noch andere spannende Gel-Sets bei Born Pretty. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Link unten in der Infobox und außerdem erhaltet ihr auch 10% Rabatt auf alles. Den Code findet ihr natürlich auch in der Infobox. Hier verwende ich jetzt einmal eins von diesen Jelly Nudes und schon haben wir ein wunderschönes Ergebnis. Und ich glaube, schneller auffüllen kann man nun wirklich nicht. Das ging eben ratzfatz. Selbstverständlich können wir auch noch ein bisschen Nailart auftragen. Hier noch eine kleine Variation mit so ein paar Stickern. Die habe ich euch auch in der Infobox verlinkt. Anschließend versiegel ich dann noch einmal gründlich mit dem Art Gloss Aqua. Und dann haben wir schwuppsdiwupps ein Weihnachtsdesign. Ihr könnt natürlich selbst entscheiden, ob ihr lieber Nude Nails wollt oder vielleicht doch ein bisschen was Weihnachtliches mit einbringen wollt. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir auch sehr gerne in die Kommis, ob ihr das so mal ausprobieren möchtet oder sogar schon so arbeitet. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Außerdem könnt ihr auch gerne Videowünsche in die Kommis schreiben. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald!